Leute, was geht? Wir sind schon wieder in die Richtung nach Bern in den Wagendorf-Stadion. Und zu Hause wird heute Young Boys Spiel gegen den FCL Luzern. Wir werden dabei sein, wir werden jetzt gehen. Wir sind sehr, sehr hinten dran, denn wir waren den ganzen Tag, und das wirklich den ganzen Tag, am Videoschneiden. Wir haben jetzt gerade in dem Moment 7 Uhr. Haben wir ein Video gepostet, also ich besser gesagt, aber zusammen mit meinen Kumpels in Schweizerdeutsch. Und das ist so geil geworden, so funny, hat so viel Arbeit dahinter gesteckt. Ist wirklich ein kurzes Video, funny, schaut da mal bitte rein. So Leute, wir sind auch schon in Bern angekommen, das sind sehr viele Leute, also die Stadt ist voll. Ich bin so hyped, ein FCL-Spiel gegen Bern. Ich bin so hyped, ne? Wirklich, ich bin richtig hyped auf das Spiel. Es ist Bern, so letztes Jahr waren sie Meister, jetzt gegen FCL. Boah, ich bin richtig hyped. Ich bin natürlich für FCL, doch das wird schwierig. Ich tippe so ein 2-1, 2-0. Ich würde sagen 2-1 für FCL, ein bisschen spannend. Ich konnte schon von der Autobahn aus den Stadion sehen. Das war so mächtig und so geil zu sehen, ne? Ich bin wirklich hyped. Die einen oder die anderen werden wissen, dass wir tatsächlich... Der erste Vlog, den ich gemacht habe, war hier im Wagendorf-Stadion. Da waren wir auch genau hier Mittagessen im McDonald's. Ich habe wirklich Hunger, aber heute werden wir im Stadion essen. Hier wollte ich auch noch kurz mal nochmal sagen für alle, vielen Dank wirklich an alle für den geilen Support. Der ist nicht einfach so, vor allem hier in der Schweiz. Die Schweiz ist klein, hat nicht so viele Leute, aber trotzdem vielen, vielen Dank für den ganzen Support. So Leute, schaut ihr das mal an. Ach du Scheiße, die werfen da schon mit Pyros die FCL-Kurve. Hier ist unsere Luzerner Boys schon am Start, am Einwerben. Und das Stadion sieht wie immer einfach schön aus, wirklich. So geil, ne? So geil, Mann. Ich fühle es wirklich schön. Ich finde Bern, wenn ich so Young Boys zuschauen gehe, ist einfach immer schön, wirklich. Großen Shoutout an die Young Boys. Wirklich. Ihr macht das Ding, und auch in der Champions League. Also da habt ihr auch wirklich gut geschlagen. Es war wirklich nicht schlecht. Ihr habt es gut gemacht und es geht immer noch weiter, wirklich. Let's go. Das müsst ihr euch mal anschauen. Wir haben hier so eine geile Lounge. Da will ich auch mal rein. Vielleicht holen wir mal Tickets für das, aber... Ja, momentan nicht. Ich wollte es jetzt mal kurz nur erwähnt haben. Wir haben was zu essen und unsere Plätze ist das hier. Was sind das für geile Plätze? Da sieht man schön unsere Kurve. Wir haben so geile Plätze direkt hier neben der Bank. Schön, und da laufen sie rein. Sieht schon krass aus, wenn die da von hinten rauskommt. Yo! What the fuck? Was? Das ist mal eine Büroshow. Das ist das, was ich sehen wollte. Die Leute laufen rein. Und die FCL-Fans sind da für sie. Da sind die Spieler so nah bei uns. Die waren noch nie so nah und noch nie auf meiner Seite. Zum ersten Mal. Boah, der ist leider daneben gegangen. Der war aber nicht schlecht geschossen. Hier seht ihr nochmal, wie nah wir an den Spieler sind. Wir sind wirklich ein paar Meter vom Feld entfernt. Und wir können alles sehen. Und das... Der Freistoß ist einfach viel zu nah, ne? Das kann nicht wahr sein! So schnell kann das doch nicht sein. Oh, aber der war wirklich schön platziert, ne? Der war wirklich, kann ich's nicht sagen, die Liebe. Das war so schön. Kommt da schon wieder gefährlich? In der 8. Minute. Der ist weg. Ich weiß nicht, ob es ein Handspiel war. Ja, das ist schon wieder falsch aus. Da kommt dann wieder der Ball in die Mitte. So weit. Wie kommt der einfach so durch? Aber haben sie absolut verdient. Also die spielen das 1000 Mal besser als Luzern, muss ich sagen.
was wird denn das denn für eine Demütigung, also wenn das so weitergeht, also Luzern kann wirklich nicht so weiter spielen. Das ist fast ein bisschen zu weit für ihn, aber naja, aber war nicht so schlecht, aber ist schon ein bisschen weit. Hier nochmal, ganz nah am Spieler. Genießt doch mal hier mal die Kulisse. Die sieht wirklich schön aus hier. Wie die da alle springen. Ganz Block. Wirklich geil hier von Ibe. Also die Kulisse bei Ibe ist halt immer geil, finde ich. Jedes Mal, dass ich hier war, wirklich immer geil. Das haben wir gebraucht jetzt. Und der muss rein. Ja! Oh mein Gott, ey. Das ist so knapp, Mann. In derselben Zeit spielen momentan gerade Real Madrid gegen Valencia um den ersten Platz auch bei Real Madrid. Denn die haben ja unentschieden gemacht. Und da ist schon 1-0 in der zweiten Minute. Also, boah. Der Übersteiger in die Mitte. Der ging zu weit. Da Vollgas, da ist jetzt Halbzeit, 3-1. Wir gehen uns halt was zu trinken holen. Ja, ich habe jetzt leider das letzte Tor nicht gefilmt, denn ich dachte nicht, dass der reingeht, das hat er gesagt. Mal schauen, wie das zweite Halbzeit wird. Wir haben noch nur genug Zeit, aber da muss auf jeden Fall mehr kommen. Zu 100% mehr. Und es geht auch schon los hier mit der zweiten Halbzeit. Direkt von beiden Seiten voll hier Power von der Kurve. Ja, das ist ein guter Eckball. Ja, schon wieder Eckball. Ich habe wieder am Ball. Wieder mit dem Eckball. Da ist auch einer verletzt. Ja, steht hier wieder. Oh. Sieht so schlecht aus, aber man sieht das FCL auf jeden Fall da. Mehr Druck macht jetzt auf der zweiten Halbzeit. Das war scheiße, der stand da genau im Weg. Ne? Spiel wirklich nicht das Beste, wirklich nicht. Ich habe schon mehr gesehen. Selbst gegen GC haben sie besser gespielt. Aber man muss auch sagen, Young Boys ist halt wirklich eine gute Mannschaft. Ne? Boah, das wollte ich nicht sehen. Ich habe es nicht gefilmt, weil der war sehr weit. Ich bleib hier nochmal, aber Wahlkampf aus dem 16. Und die Tore waren wunderschön von der Young Boys. 6-1. Eine Minute später. Eine Minute. Das ist der Volldruck.
ist auch wieder nah Freistoß. Trotzdem sehr, sehr schwierig. Also ich denke, in der weniger. War nicht schlecht, aber kann doch nicht sein. Er ist einfach schneller. Mein Ohr. Was soll das denn jetzt? Ja, Tor. Freistoß, ja, ja. Wieder knapp, ne? Gut gespielt. Lea, auch mit einem riesen Freistoßtor. Boah. Wir kommen da noch einmal zum Schuss, aber es geht nicht rein. Sind nur zwei Leute in der Mitte, das ist schwierig. Eckball. Mann. Das Spiel ist zu Ende. Endresultat ist 6-1. So eine große Demütigung. Sie haben gemacht, sie haben es probiert, sie haben gut gespielt. Das nächste Mal mitnehmen und weitergehen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Da macht unsere Kurve noch das letzte Mal Lärm. Unsere Mannschaft, die stehen schon da unten. At least ist Real Madrid 4-0 am Gewinn. Von dem her kann ich nichts meckern. Machen Sie Party noch ein letztes Mal. Auch absolut verdient. Das haben Sie schon verdient, diese Party am Schluss. Jetzt noch ein letztes Mal. Das Stadion leert sich langsam. Alle gehen raus. Man sieht es auch schon. Ja, war ein geiles Spiel. Das Spiel ist vorbei. Ich konnte mir sogar zwei Fotos rausholen. Einmal mit Oku und einmal mit Beleko. Also voll geil. Danke an die zwei auf jeden Fall. Werde ich auch kurz einblenden. Lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wirklich, vielen Dank für alles, vielen Dank an alle, danke für den ganzen Support und in dem Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao.